Die Mutter war, glaube ich, Ärztin und der Vater war Jurist. Und das heißt, die haben mich auf das Übelste zivilrechtlich verklagt. Und nee, Digga! Okay, das zählt ja auch. Hast du irgendwelche Leute belästigt dabei? Ja, auf jeden Fall. Weißt du, dass er halt sehr viel von Immobilien hat. Digga, richtiger Drogenbaron, Alter, dieser komische Biobauer, ey. Digga, aber willst du machen? So. Willst du Facebook verklagen? Ja, klar. Mark Zuckerberg, du Lappen, Digga, wir verklagen dich. Schön, Hakuna, mein Reis, schön, dass du wieder dabei seid. Heute wird's extrem lustig. Mein Outfit ist ja auch schon wieder grandios. Aber erstmal begrüße ich den guten Deko, einen wunderschönen. Einen wunderschönen guten Hallo, Muchachos. Puah, und Nüsse polieren, schön, dass ihr am Start seid. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Nacht, guten Dusch, guten Rauch, guten Besserung, guten Dienst, guten Appetit, guten Urlaub und guten. Yeah. Talon Bossa nennt man mich, Deko. Wie findest du mein Talon Outfit? Talon heißt das. Talon Bossa, ja. Talahun Bossa. Ist ein geiles Outfit, muss ich sagen. Also besonders gefallen mir die Sackhaare unter deiner Cap. Ja, danke schön. Die finde ich auch äußerst grandios. Also, ne, ich bekomme in letzter Zeit... Wie hart zieht denn diese Karre, Alter? Digga, ist sie Sport, glaube ich. Digga, der ballert richtig rein, ey. Ich will das rückwärts machen. Vorwärts. Dieser Pimmelgrabscher, Alter. Okay, vorwärts ist... Du hättest doch richtig gemacht. Ja, ich weiß. Okay. Ja, ich weiß. Also. Ich bin ja auch einmal vorwärts draufgefahren. Achso, bist du schon? Ja. Achso, okay. Dann düst. Rückwärts lang, Digga. Wir haben hier 21% in unser Gesicht. 21% ins Gesicht. Nein, Deko. Fahr da bitte weg. Ich möchte das nicht. Möchte das nicht. Boah! Scheiße, Alter. Bam, runter mit dir! Ich war nicht so schnell, Alter. Ich war leider nicht so schnell. Alter Schwede, Digga, was für ein Profi. Ich bekomme in letzter Zeit überall mit. Talahun. Ja. Talahun. Talahun da. Talahun. Instagram ist ja eigentlich so voll so meine Wissensquelle, wo ich die ganzen Infos herkriege. Richtig falsch, Social Media sollten nicht dafür genutzt werden. Allerdings, habe ich da... Was waren das hier? Die Themen. Wie heißen die denn? Tagesthemen. Tagesschau, dankeschön, Tagesschau. Da haben die so ein bisschen darüber gequatscht. Und deswegen dachte ich mir so, ich zieh mich einfach mal so an und eigentlich ist das doch auch ein cooles Faschings-Outfit, oder nicht? Ja. By the way, für alle Leute, die in katholischen Bundesländern unterwegs sind, Fasching ist das norddeutsche Karneval. Ey, das ist doch Allgemeinwissen, dass man das kennt, oder nicht? Ich glaube, Leute, die Karneval haben, kennen wahrscheinlich. Also, der Begriff Talon beschreibt eine Gruppe von Jugendlichen mit bestimmten Eigenschaften. Man nennt damit meist junge Männer im Alter zwischen 10 und 25 Jahren, die in der Öffentlichkeit rumhängen. In der Regel, ja, nur in der Regel bezieht sich Talon auf Männer mit einem migrantischen Hintergrund. Dabei weisen sie einige stereotypische Merkmale auf. Ich habe einige Videos schon gesehen, wo so Schattenboxen auf jeden Fall ein Thema war. Oder so Roundhouse-Kick war auch Thema. Roundhouse-Kick. Roundhouse. Und ich muss sagen, ich dachte, wir nehmen das zum Anlass, um so ein bisschen vielleicht aus... Ich dachte, Marvin ist ein Talahun wegen Roundhouse-Kick. Also ich habe damals, als ich noch Thai-Boxen gemacht habe, ich konnte nie einen richtigen Thai-Roundhouse-Kick, aber ich habe zumindest mein Bestes gegeben. Also Marvin, halber Talahun. Ich sag dir also... Deswegen passt das, ist es ja jetzt auch nur so ein halbes Kostüm, ne? Das ist ja schon, ist ja schon mehr deine richtige Lebenseinstellung. Wir machen auch mal eben so ein Pack-Opening. Ich habe ja hier auch so eine gefälschte Gucci-Tasche. Aber diese gefälschte Gucci-Tasche ist eigentlich, Muchachos, Mama-Bag von meiner Frau. Digga, ich fall hier nicht noch runter, Digga. Laber mich nicht voll, ey. Digga, ich will... Oh, komm, bitte fall. Bitte fall runter, Marvin. Ah. Bitte. Bevor du den Punkt kriegst. Oh ja, ich hab den Punkt, Digga. Das kann ich einfach nur nach vorne zwirbeln. Also, wir machen ein Pack-Opening. Deko wird ja eh, denke ich mal, ohne Probleme da sein, ne? Wir haben hier einen Rossmann-Bong. Wir haben hier... Das ist der absolute Shit, den braucht... Du hast verkackt? Ist das jetzt das Talahun-Pack-Opening, oder ja, was? Ja, genau. Wir haben hier eine Tasche in einer Tasche. Also, diese Tasche beinhaltet eine Tasche. Ja, in kleinen Taschenformat. Ich hab sozusagen eine Tasche in einer Tasche in meiner Tasche. Was ist in der kleinen Tasche drin? Eine Tasche. Drogen drin? Nein. Und wir haben hier
Alter, der steht hier. So ein Beißring, Spielring für meinen Sohn. Das war's auch schon. Das ist sozusagen mein Talerhund. Beißring für deinen Sohn? Ist das nicht ein Hundespielzeug? Ja, Menschenkinder haben auch Beißringe? Menschenkinder haben auch Beißringe, ja. Okay. Die guten alten Menschen. Muss er sich da mit Harry drum boxen oder? Ja. Weiß Harry, dass das deinem Sohn gehört? Nee, die kämpfen immer tagtäglich um die Herrschaft darüber. Aber muss sagen, mein Sohn gewinnt häufig. Nein, Deko! Ah, zum Glück, ey. Ich dachte gerade schon, ey. Ich komme leider nicht wieder zurück. Du bist aber hier schon ein bisschen im Trollmodus, ne? Aber ich wollte das Thema nutzen. Ich komme da nicht mal rein. Um über unsere vielleicht Jugend zu reden, wo wir abgegammelt haben in der City. Hattest du so Zeiten, wo du in der... Digga, ich bin Dorfkind, da gibt's kein in der City abgammeln. Digga, kennst du das gar nicht? Ich hab meine Bushaltestelle abgegammelt im Naturschutzgebiet, Alter. Okay, das zählt ja auch. Hast du irgendwelche Leute belästigt dabei? Ja, auf jeden Fall. Also, ich hatte in dem Alter, so 13, 14, hatte ich in meinem Dorf schon einen recht schlechten Ruf. Okay. Also ich war mit meiner Freundschaftsgruppe schon dafür bekannt, dass wir häufig irgendwelche Sachen kaputt machen, dass wir irgendwie Scheiße bauen, dass wir ja an der Bushaltestelle rumgammeln. Also wir waren schon so, ja, Dorfassis halt, ne? Was habt ihr kaputt gemacht? Das will ich jetzt wissen. Boah, alles mögliche, Alter. Also richtig Vandalismus, ja? Ja, es gab kaputte Fenster und Fahrräder. Echt, sogar Fenster eingeschlagen, Digga. Du mieser Saftlappen, ey. Ich habe kein Fenster eingeschlagen. Aber? Das war sogar... Ich weiß gar nicht, ob ich da schon YouTube gemacht habe. Ja. Also mit dem Fenster meine ich jetzt. Ich habe ja bei mir im Dorf, wo ich herkomme, gibt es ja so einen Biobauern. Also ich komme wirklich aus einem 1000 Einwohner Kaff mit Schatzschuss. Und dieser Biobauer... Nein! Der hat irgendwann angefangen, das ganze Dorf, ne? Irgendwann gab ja so Zeiten, in denen einfach wenig Leute im Dorf gelebt haben, weil die alle weggezogen sind. Und der hat quasi in einem Dorf die ganzen Immobilien aufgekauft. Alter, unter anderem hat er auch aufgekauft die ehemalige Kneipe, in der dann immer Kinovorführungen waren. Und unter anderem in der, auch... In der Kneipe? In der Kneipe, ja. Auf dem Beamer also, oder was? Es war halt am Ende keine Kneipe mehr, weil da... Also, naja, doch, es waren halt doch die Räumlichkeiten. Aber es geht halt mittlerweile auch auf dem Dorf. Geht keiner mehr in eine Kneipe. Deswegen gab es dann halt noch so ein oder zweimal die Woche gibt es da so Kinovorstellungen. Und aber zu so Dorffesten, wie zum Beispiel Osterfeuer. Da macht er dann nach dem Osterfeuer, wenn das Osterfeuer aus ist, um 22 Uhr oder irgendwie sowas, muss das Osterfeuer ausgemacht werden. Und dann macht er seine Kneipe da auf und dann gibt's da, kann man da ein Bierchen trinken noch und so. Also Digga, Korn. Dem gehört das ganze Dorf ja eigentlich. Ist er dem nicht gehört, der geheime... Dem gehört echt ziemlich viel vom Dorf, ja. Ist er nicht so eigentlich so der geheime Bürgermeister? Also er ist eigentlich so... Der Bürgermeister ist die Marionette von den Biobauern, Alter? Ich bin da so selten. Ich weiß nicht, ob da wieder die Verhältnisse sind, ob die da verwandelt sind, ob er da irgendwie viel Einfluss hat oder sowas. Keine Ahnung. Weißt du, dass er halt sehr viel von Immobilien hat. Digga, richtiger Drogenbaron, Alter, dieser komische Biobauer, ey. Jedenfalls gab es da dann mal nach dem Osterfeuer Bier trinken und da hat einer von... Ey, du kennst ihn auch. Einer von meinen Leuten hat da dann ein Fenster von der Tür eingeschlagen. Eingeschlagen, Digga. Eingeschlagen. Mit der Faust sogar. Alter Schwede. Richtig dumm, Alter. Und jedenfalls, dieser Biobauer dachte dann, ich wäre das gewesen. Ich habe mir dann gesagt, nein, ich war das auf gar keinen Fall. Da habe ich auch gefragt, weißt du, wer es war? Und da habe ich dann einfach nicht mehr geantwortet. Das heißt, er weiß, dass ich weiß, wer es war. Du sagst einfach nicht nein, Alter. Ja, ich lüge nicht gerne. Und da ist mich ja auch nicht, also ne, mein Fenster ist nicht kaputt und ich habe es auch nicht kaputt gemacht, also. Warum soll ich lügen? Ja, okay, also weiter. Und dann hat er dich einfach auf den Kieker gehabt wahrscheinlich, ne? Der hatte mich dann so ein bisschen auf den Kieker, ja. Na gut, wenn du sag ich, den Chef des Dorfes ankackst, Digga, ich glaube, da hast du aber... Hab ich doch nicht mal. Hä, du hast ihn in seinen Augen aber schon. Ja, das ist mir... Sein weiß ich nicht. Ja, natürlich. Doch wahrscheinlich schon. Aber ich habe nichts getan. Ja, ist ja was anderes. Ja, aber also nicht nur bei ihm, auch bei anderen Leuten im Dorf so waren wir einfach dafür bekannt, dass wir einfach... Wir haben viel Scheiße... Wir waren halt einfach Jugendliche ja, auf das gehört dazu, Dorf Alter, mit 1000 Einwohnern, wo du nichts machen kannst, mit 13, 14, 15, Digga, wo du halt nur Scheiße im Kopf hast. Und ja. Wir haben halt... Ich habe ja auch schon ein paar Storys erzählt von diesem Kumpel, wo wir immer waren, wo wir immer gesoffen haben bei ihm. Und das gehört dazu. Nach dem Saufen losgezogen sind und in der Stadt Scheiße gebaut haben, weil wir halt auch auf dem Dorf Scheiße gebaut. Das gehört dazu, Digga.
Wie gesagt, ich hatte auch mal. Und damals habe ich halt auch, also dann mit 15, 16 halt auch Baggy getragen. Baggy und weite Pullis. Das ist die einzige, das war die Straftat. Das war mein Talahun-Outfit quasi. Digga, Fischbone und so. Ja, so das Outfit, das ich jetzt anhabe, natürlich nicht. Aber, Muchachos, die waren natürlich auch mal jugendlich und haben Scheiße gebaut. Aber ich finde, es gibt auch einfach so, es gibt zwei Arten von Scheiße bauen. Es gibt harmlos Scheiße bauen und es gibt böse Scheiße bauen. Bei böse Scheiße bauen kommen irgendwelche Menschen zu Schaden. In unserer Generation gab es ja auch so Talahun, aber die hatten ihre Cappy dann immer einfach nur so auf eine Haarsträhne gesetzt. Und nee, Digga! Oder, wir hatten auch Talahuns damals. Und ja, das Erkennungsmerkmal der Talahuns damals war, erstmal, sie haben immer auf Koran geschworen. Sie haben sehr häufig das Wort Lan benutzt. Und ich schwöre. Und, sie hatten immer, genau wie man gerade schon sagte, so eine Mütze auf, so eine Cap. Allerdings eine Cap, die hinten, das war hinten so ein Netz quasi, nur Plastik. Und das war aufgesetzt quasi nur so auf den Kopf aufgelegt. Das waren die Talahuns vor 15 Jahren. Würdest du bitte, ey... Oh ja, Alter! Tanze zusammen mit mir! Samba, die ganze Nacht! Tanze zusammen mit mir! Seit einer Viertelstunde ihn zu trollen! Samba, die ganze Nacht! Liebelei! Lalalalalalalala! Tanze zusammen mit mir! Schau mal weg, pass auf, Digga! Ich weiß gar nicht, was ich hier machen muss! Mach es hier so? Nein, ich muss ja rückwärts fahren! Aber ich warte hier auf dich, weil ich ein Ehrenmann bin, Digga! Also, es gibt ja auch noch, es gibt Cappy aufsetzen und es gibt Cappy einfach am Hinterkopf, so wie so eine Raketenrampe, dass man die Cappy so aufsetzt, weißt du, das gibt's auch noch. Aber ja. Rampe habe ich gerade nicht vor Augen, aber... Was mir Eiskalt Giga aber noch empfohlen hat, was noch dazu kommt, was Klischee ist. Ja. Gefälschte Bauchtasche von Marke wie Gucci. Ja. Fußballtrikots von internationalen Teams wie Paris Saint-Germain oder AC Mailand. Oder irgendwas wie heißen die? Arabian Airways, Emirat, Etihad Airways, irgendwie sowas. Okay, so wie das. Das sind auch Nike-Schuhe. Trikots immer. Nach außen hängende Goldketten. Dekord Silberketten, Digga, ich brauche Dekord Silberkette. Nein, ich habe Weiß-Goldkette. Ja, okay, dann passt ja sogar Goldkette. Ja. Jeans oder Jogginghosen sowie AirPods, die in den Ohren hängen. Stimmt, die AirPods aber nicht so richtig drinnen, sondern so reingehängt, ne? Ja. Stimmt, geil. Dann hast du das Talahun-Outfit richtig voll, Alter. Digga, kennst du noch das Facebook-Game, als man damals so vier Bilder mal hatte, die so eine bestimmte Sache beschrieben haben? Was? Nee. Nein, kennst du nicht mehr? So, das ist dann Facebook, so. Facebook, ich war einer in meinem Bekanntenkreis auf jeden Fall, der erst sehr spät Facebook hat. Ich hatte das erst in der 12. Klasse oder damals auf der Bummernschule. Das hieß dann, immer das Blablabla Starterpaket. Weißt du? Das Blablabla hier Starterpaket, Digga. Und das Talahun Starterpaket wäre genau das, Digga. Einfach so vier Bilder und dann ist dabei so AirPods, dann ist da so ein Trikot. Ganz wichtig ist die Cappy, die so weird hingeschmissen wurde. Ach so, jetzt verstehe ich, wie wir meinen, ja. Ja, vier Bilder, ja. Ein Wort. Was sehen wir? Wir sehen die Cappy, wir sehen die Goldkette, wir sehen die Ohren mit den hängenden AirPods und wir sehen eine Gucci-Bauchtasche und wissen, das Wort, das wir suchen, ist Talahun. Genau, Digga. Perfekt, Digga. Ich liebe es, Digga. Und das war so die Facebook-Zeit, weißt du? Da hat man das immer bei Facebook gepostet. Ihr seid so alt, ihr hattet noch Facebook. Tatsächlich ist das schon ein Spruch, den ihr mittlerweile bringen könnt, ne? Du bist so alt, du hattest noch Facebook. Ja, und wir jetzt... Wir leben einfach in einer wilden Zeit, Muchachos, ey. Ah, Facebook. Facebook ist eine krasse Zeit. Habe ich schon Ewigkeit nicht mehr genutzt. Nutze ich nicht mal mehr für Geburtstage. Ich schon. Nutzt immer noch für Geburtstage? Ich schaue so alle vier Monate oder sowas, schaue ich einmal rein und gucke nach Geburtstag. Bei der Gelegenheit gucke ich auch einmal auf unsere Facebook-Seite. Und? Was ist da? Gibt's noch Beiträge auf unserer Loser-Covid-10-Facebook-Seite? Nee, ich glaube, weiß ich nicht genau. Ich glaube, das letzte dürften fast unsere GTA-Videos oder meine GTA-Videos sein, die wir da gepostet haben, oder? Ja, wir hatten ja mal eine kurze Kooperation mit By the way, wie war das? Die haben gar nicht bezahlt oder so? Doch, die haben bezahlt, doch. Aber weniger, ne? Also es war geplant, dass wir es länger machen, aber es wurde dann einfach mittendrin aufgehört, weil... Genau, wir hatten so eine Partnerschaft mit Facebook, wir sollten ein Jahr lang oder sowas, weil Facebook, ne? Ihr wisst ja, wie Facebook mittlerweile aussieht. Und die wollten halt
Die wollen ein bisschen normalen Quality-Gaming-Content auf Facebook haben. Deswegen damals habe ich ja auch dieses League of Legends-Game bei Facebook hochgeladen. Echt, hast du? Da hatten wir jedenfalls so eine Ein-Jahres-Partnerschaft, wo irgendwie jeden Tag ein Video kommen sollte oder so. Und das hat Facebook dann einfach, glaubt, nach einem halben Jahr oder sowas beendet. Ja. Obwohl wir halt einen Vertrag hatten für ein Jahr. Aber muss sagen, hat aber auch für das halbe Jahr bezahlt. Ja, aber es hat auch, das hat auch gar nicht funktioniert, ne, Facebook, nee, also nee. Das also, war... Also, ja, aber das lag ja nicht an uns, ne, das muss man ist ja dann eigentlich nicht unser Problem, muss man sagen. Eigentlich müsste Facebook trotzdem ihren Vertrag bezahlen. Eigentlich schon, Digga, aber was willst du machen? Schon. Willst du Facebook verklagen? Ja, klar. Mark Zuckerberg, du Lappen, Digga, wir verklagen dich! Was müssen wir denn jetzt machen? Auf die Straße fahren? Kann man da auffahren bei dem Fall? Egal! Hast du den Bremssprung jetzt hinbekommen? Nee. Das war auf jeden Fall ein anderer Bremssprung. Also ich habe, glaube ich, nicht unbedingt in dem Sprung selber noch Num 5 gedrückt oder so, sondern... Aber ich erreiche gerade beim Anfahren schon die Bremse so gut wie nicht. Du musst immer nach hinten fahren. Ja, mache ich ja. Okay. Trotzdem komme ich kaum auf die Bremse drauf. Mach mal irgendwie nur Kerze und mach nicht in dem Moment viel Num 5, sondern nur ein bisschen so. Guck mal, ich komme ja nicht mal auf die Bremse rauf, Junge! Auf die Bremse rauf, auf die Bremse diese rauf. Random Speeds von GTA, Alter. Ja. Vielleicht noch am Anfang hier durchdrücken. Speed. Da brauchst du auf jeden Fall eine andere Technik. Es ist nicht die normale X21-Technik. Wir rasieren jetzt alles weg. Das ist es nicht. Ey. Digga, was zum Fick, ey. Genau, wir wollen Marvin Stories hören. Marvin, der Chat will deine Jugendstories hören. Wollen hören, wie du irgendwen zusammenschlagen wolltest und dann von der Polizei Pfefferspray in die Fresse bekommen hast und sowas. Ja gut, man muss ja nicht immer alles sagen, ne? Aber so ein bisschen, wenn du den Punkt schaffst, dann kann ich so ein bisschen aus meiner Jugend erzählen, die nicht ganz cool war, sagen wir mal so, in vielen Belangen. Erzähl uns, wie du immer die Schule geschwänzt hast und in der Laube Shisha geraucht hast. Er hat es, Digga! Er und hat das es. War übrigens die ganz normale X21. Okay. Technik. Also, ja, da muss ich ja auch. Dick hat ja auch ein bisschen was aus seiner Vergangenheit gequatscht. Ja. Ich hatte auf jeden Fall in meiner Realschulzeit, ja, wo Realschule und Hauptschule in einem war, hatte ich auch eine Phase, wo auch viel gemobbt wurde. Ja, ich war aber niemals der Mobberer, sondern ich wurde gemobbt und ich wurde damals immer Einhorn genannt, ja, weil es gab damals eine Phase, wo man seine Haare ja so hochgegelt hat, ne, und ich habe die immer so hochgegelt, als wäre ich irgendwie ein Einhorn. Großartig auf die Fresse bekommen habe ich zum Glück selten, kam auch vor, aber ich glaube, es lässt sich an einer Hand ablesen. Und ansonsten war ich eher so der San Marita, der gerade in unserer Klasse die coolen Leute daran gehindert hat, die uncoolen Leute zu mobben, weil ich war genauso in der Mitte. Ich habe mich mit den coolen Leuten verstanden und ich habe mich mit den uncoolen Leuten verstanden. Ich habe mich so mit beiden gut verstanden. Deswegen, natürlich haben die coolen immer einen Fick darauf gegeben, was ich gesagt habe. Zumindest so ein bisschen haben sie auf mich gehört. So minimal, weißt du? Da konnte ich zumindest noch sagen, ey, lass doch mal, das ist uncool, weißt du? Dann haben die noch einmal durchgezogen, dann haben sie aufgehört. Weißt du, so in dem Stil. Weil wir hatten echt ein paar Leute, ey, die wurden richtig krank gemobbt, ey. Das war schon nicht mehr feierlich, ey. Naja, aber das war so meine Realschulzeit, ne, in Kurzformat. Ja, du hast aber keine bösen Storys erzählt von dir. Wir wollen böse Storys hören. Wir wollen wissen, wo hast du Sachen kaputt gemacht, wo hast du geschwänzt, wo hast du Lehrer zusammengeschlagen. Lehrer zusammengeschlagen, Digga. In meiner Realschulzeit war ich echt sehr introvertiert, Muchachos. Auch gerade in der Schule, bei den Lehrern, in der Schulzeit, Digga, alles war mir peinlich. Lehrer hat mich drangenommen, Digga, richtig peinlich. Alles Mögliche war für mich ziemlich peinlich, deswegen habe ich eher so als Schattenkrieger die Zeit verbracht, muss man sagen. Deswegen kann ich da jetzt nicht so die krassen Stories raushauen, weil es einfach keine krassen Stories gab. Das hat sich eher dann so in Richtung... Hä? Du warst ein Weichei oder was? Ich war damals ein Weichei. Was heißt Weichei, Digga? Ich war einfach sehr introvertiert, ey. Er sagt Weichei, Alter, runter mit dem Lappen, ey. Hast du mal geklaut? Geklaut. Ich habe eine einzige Sache habe ich gemacht. Geklaut habe ich nie, weil das fand ich asozial. Ich habe die einzige Sache, die ich mal gemacht habe, wo ich auch direkt gebastelt worden bin, Insta. Ich war bei New Yorker. Kennst du diesen Kleidungsladen? Ja.
Ich war bei New Yorker und habe dort Preise vertauscht. Ja, von so einem etwas teuren Lachs habe ich den Preis abgenommen, habe den auf so einen günstigen Lachs dran gehauen und habe dann sozusagen wollte dann für den günstigen Lachs bezahlen. Habe ich bei der Kasse auch gemacht und dann beim Rausgehen wurde ich dann abgeführt mit jemandem zusammen, den kennst du auch sehr, sehr gut. Aber ich will keine Namen droppen, mit dem ich das zusammen gemacht habe. Ja, okay. Und dann hat der uns die ganze Zeit so richtig so, es war dann dieser Security-Boy, ne? Einfach über jeden, oder? Ich glaube, wir müssen hier unter uns auf die grüne Plattform oder auf die rote und dann können wir dahin. Und dann hat er die ganze Zeit so getan, als wäre er so unser Bro und meinte so, ey, ja, ihr könnt das ruhig sagen, dass ihr das wart, so, ey, so macht doch jeder mal sowas, weißt du? Und wir so, nein, Alter, wir waren das nicht. Wenn die kleinen Kids verdient, dann gibst du das zu, Digga, dann wirst du direkt von der Polizei abgeführt, Alter. Wir haben das nicht zugegeben, haben die ganze Zeit gesagt, nein, waren wir nicht. Und dann durften wir irgendwann gehen, nachdem wir... Der günstige Zettel war da schon dran. Nachdem wir das der Polizei überlassen, oder nachdem wir der Polizei übergeben worden sind, mussten wir da auch nochmal eine Aussage treffen. Machen. Und die haben dann gesagt, ja gut, sie können dann nach Hause gehen. Ich habe dann Wochen später von der Richterin habe ich dann die ein Schriftstück bekommen, ja, da sie die Tat zugestanden haben. Ich so, Digga, habe ich niemals gemacht. Ich habe niemals was zugegeben. Zugegeben übrigens meine ich, als Wort nicht zugestanden. Weil sie die Tat zugegeben haben, belassen wir es bei einer Verwarnung. Uns wird nicht in die auf die weiße Weste mit reingenommen. Und das war sozusagen mein einmaliger Standpunkt. Also ich muss sagen, ich hab echt viel geklaut. Aber wir reden ja gerade noch über mich, ne? Das war das. Dann kommen wir weiter, ein bisschen weiter in der Zukunft, ja, da habe ich einmal von so einem Typen richtig krass auf die Fresse bekommen. Der eigentlich dachte ich mein Kollege wäre, aber er hat so ich dachte er wäre ein Freund, aber er war kein Freund. Der dann so vor anderen coolen Leuten dann einfach jedem von seinen Freunden einfach auf die Fresse gegeben hat. Ich war der Einzige, der sich gewehrt hat und habe dann noch mehr auf die Fresse bekommen. Das war das und danach habe ich mit Thai-Boxen angefangen. Dann hatte ich keinen Bock mehr, dass ich auf die Fresse kriege und seitdem hatte ich auch keine Probleme mehr. Ich weiß nicht, ob das dann so ein bisschen auch so an der Ausstrahlung liegt oder so, man einfach so hofft, so okay, vielleicht macht ja heute mal jemand Stress, damit man zumindest mal so ein bisschen seine Kicks ausprobieren kann. Weil das hat man damals schon echt viel gemacht. Also ich habe damals wirklich mit Kollegen sehr, sehr viel Sparring gemacht, auch so im Garten. Haben wir uns ein bisschen penetriert, haben wir uns ein bisschen Kicks gegeben und so. Ja, mein... Außerhalb der Zeit hier, Scharlach ist mein Cousin, der war auch dabei, schreibt gerade. Da war ich sogar dabei. Ja, dann haben wir uns immer gegenseitig Tritte verteilt, Digga. Ja, Alter, lutsch doch in der Hölle, Alter. Und dann kam es irgendwann zu einem Ereignis, wo wir feiern waren. Und da war ich mit meinen Jungs unterwegs und andere Jungs waren auch in dem Club. Und dann hat man sich im Club schon mal so ein bisschen, hat man Augenkontakt gehalten. Und jeder Junge weiß, Augenkontakt, das Ding ist, das können Frauen nicht verstehen. Das Augenkontakt heißt bei Männern schon, bei Jungs, wenn die sich in die Augen schauen, geht's zur Beulerei. Das verstehen Frauen nicht, das finde ich super, super interessant, dass Augenkontakt schon ausreicht, um einfach gleich in den Kampfmodus zu gehen. Ne? Also ich wollte gerade widersprechen, weil Augenkontakt heißt ja nicht gleich gibt's Schläge, aber es kann zumindest, Augenkontakt kann der Auslöser schon sein für, ja. Es gibt gleich Schlägerei. Das habe ich meiner Frau mal erzählt und sie meinte, was? Also, weiß nicht, da ist einfach das Verständnis dafür nicht da. Naja, und dann kam es zu Augenkontakt eben im Club und dann war es von jetzt auf gleich dann plötzlich so, okay, er holt seine Jungs, wir holen unsere Jungs und dann gehen wir alle vor die Tür und dann standen wir da einfach so gegenüber. Der eine Typ hat einen guten Kollegen von mir dann angegriffen, ich bin da mit meinem Thai-Box-Kick dann dazwischen gegangen. Aber ich hab mich nie geschlagen, ich habe alles immer mit den Beinen gemacht und das würde ich auch immer machen, weil ich echt gute Beinarbeit hatte, sage ich jetzt mal. Und ja, dann kam es dazu, es war super schnell auch wieder vorbei, weil Insta so ein Polizeibulli da war. Und Das war auch in Hannover, oder nicht? War in Hannover, war so Rastplatzmäßig oder was? Ne, es war direkt am Phoenix, der Club hieß Phoenix. Ist jetzt übrigens ein Sushi-Laden-Face. Nee, ist jetzt Nate. Nee, ist auch ein Sushi-Laden-Face. Ja, das ist nebenan. Und Alter, dann sind ein paar weggerannt. Ich war natürlich so, weil ich habe ja kaum was gemacht, weil Notwehr. Kann weil ich die immer, auf Wisch, Digga. Weil ich habe ja nur meinen Kollegen geholfen, so, deswegen war das ja Notwehr. Musste eine Aussage machen bei der Polizei. Leute. Hab ein bisschen Intus gehabt, hat ein paar Promille gehabt. Ich glaube, das war schon mal vorteilhaft. Wurde alles fallen gelassen. Dann aber, ja, ich wurde schon mal strafrechtlich nicht verfolgt. Dann kam aber zivilrechtlich etwas. Digga. Dann hat sich herausgestellt, dass dieser Typ, ich habe die Story schon mal gedroppt,
dass dieser Typ leider eine Mutter und einen Vater hat. Die Mutter war, glaube ich, Ärztin und der Vater war Jurist. Und das heißt, die haben mich auf das Übelste zivilrechtlich verklagt, wegen Schmerzensgeld, weil der ja irgendwie, keine Ahnung, wie lange, mehrere Tage lang unter Schmerzen musste er irgendwie sein Bein kühlen und deswegen musste ich da irgendwie richtige ein paar... Fitte. Muss ich da ein Stell bisschen... Stell dir mal vor, du machst im Club auf Stress, Alter, und schickst dann deinen Anwalt-Papi und deine Ärztin-Mutti ja, vor, weil du ganz lange dein Bein kühlen musst. Das muss es Kühli-Kühli machen. Richtige Muschi, ey. Auf jeden Fall musste ich mir dann auch einen Anwalt holen. Der hat das dann geklärt zum Glück, aber ich bin natürlich trotzdem auf meinen Anwaltskosten hängen geblieben. Im Endeffekt hat das dann 200 Euro gekostet. So, das war mal so meine erste... Das war so meine erste Straftat, sag ich mal, wo ich mich ein bisschen wehren musste. Aber ansonsten, ich glaube, das kennst du vielleicht auch, im Bus, Nothammer klauen. Ich habe eine ganze Nothammer-Sammlung gehabt. Also ich hatte bestimmt so 15 Nothammer oder so. Hatte ich nie, allerdings auch lag es daran, dass bei uns in den Bussen, in den Schulbussen, nie Nothammer gab, die waren immer schon weg. Wir hatten damals immer so einen Linienbus, der so eine Raupe war, weißt du, in der Mitte, wenn er bei großen Kurven, dann gab es so einen 90-Grad-Knick, dann hat der Fahrer nicht mehr gesehen, was hinten so passiert ist. Das war dann immer die Zeit, Digga, von jetzt auf gleich wurden einfach alle Nothammer in diesem Bus geklaut. Auch richtig unnötig, Alter, wenn irgendwas da gewesen wäre, ne, also... Alter, ist der Nothammer weg, keiner kommt mehr raus. Naja, deswegen hatte ich so eine richtig kranke Sammlung an Nothammern mal. Die man dann natürlich dann irgendwie verteilt hat, wenn mal wieder Beulerei war oder so. So, wir gehen jetzt mit Nothammer. Er wurde nie eingesetzt, muss man dazu sagen, ne? Aber man hatte einfach so einen ganzen Schrank voll Nothammer. Zum Glück wurde er nie eingesetzt, Digga. Da kommst du dann ganz schnell auch zum Totschlag, Alter. Digga, Nothammer ist, glaube ich, schon ziemlich übel. Das ist schon, Digga, wenn du damit einen an den Kopf triffst vor allem, dann ist, glaube ich, nicht mehr Zapfenstreich, sag ich mal. Das Ende. Oh mein Gott, und wo komme ich drauf? Ich komme nicht drauf, Digga. Und meine krasseste Zeit, so das Heftigste, was ich jemals gemacht habe, wo es dann aber auch nicht zu einem Kampf oder so kam, sondern das war alles nur Show am Ende. Da war auch ein guter Freund, den kennst du auch, der hatte Stress. Der hatte immer Stress, der hatte einfach immer Stress, Digga. Und wir durften dann einfach immer kommen. Und der hatte wieder Stress mit irgendwelchen Leuten aus einem anderen Dorf, so richtig weit weg, ne? Richtig weit weg, aus Hannover, wir aus Hannover, die aus einem anderen Dorf. Und die sollten mit der Deutschen Bahn ankommen. An irgendeiner Haltestelle, also nicht Straßenbahn, sondern wirklich so eine Deutsche Bahn, ne? Und sollte ankommen irgendwo ein Messegelände irgendwo am Arsch der Welt, wo auch nicht viel los ist. Wir also, unsere Jungs, Sturmmasken, ja, Sturmhauben angezogen, haben uns hinter so einem Berg versteckt. Und sind dann, und haben dann gewartet, bis die Leute kamen und haben dann mit Sturmmasken diesen Zug da berannt, sag ich jetzt mal, mit allen möglichen Sachen in der Hand und haben da diese Leute gesucht, ne? Also das war schon eine verrückte Zeit, sag ich dir, aber die waren nicht da drin, dementsprechend ist nichts passiert so, ne? Aber es ist eine verrückte Zeit gewesen. Also deswegen, ne? Ja. Ja. Was ist die Lehre jetzt? Deswegen, ne? Lehre? Die Lehre davon ist, jeder macht mal Scheiße. Ich würde schon von mir sagen, dass ich ein super empathischer Typ bin und eigentlich keine Scheiße mache. Aber jeder Jugendliche, egal wie gut oder wie schlecht er ist, kommt mal in so eine Phase, glaube ich. Und deswegen darf man, glaube ich, solche Leute nicht komplett... Nein, nicht also komplett vorverurteilen. Aber man muss schon sagen, dass es mega Scheiße ist, ne? Damit du nicht auf sowas hängen bleibst. Du musst schon irgendwann als Jugendliche auch wachsen, aber ja, vor allem, es muss auch irgendwie so, es muss Konsequenzen geben. Es ist schon gut, dass sowas dann auch mal irgendwie, dass da mal du mal Kontakt hast mit einem Richter oder sowas. Auch wenn das dann fallen gelassen wird und so, dass man einfach weiß, das ist jetzt nicht so, dass dann wirklich gar nichts irgendwie passiert. Ja. Aber es ist halt wirklich so, also wenn ich noch Storys erzähle irgendwie von Ladendiebstählen und sowas, so, man macht einfach mit unter 20, sag ich mal, ist man einfach so jung und dumm und hat einfach keinen, man macht da so viel Scheiße, keinen Respekt, Alter, vor Konsequenzen und so. Das ist einfach. Ja. Und da kann man auch nicht auf irgendwelche Gruppen abwälzen oder sowas, sondern da nehmen wir uns in dem Alter alle nichts. Also, außer Frauen. Ich würde sagen, bei Frauen ist das in dem Alter weniger ein Problem. Das ist eher so ein Männerding. Da warst du aber noch nicht in Frankfurt hier, ne? Hey, du bist schon im Ziel, oder was? Weggekickt, Junge! Gerade angekommen, ja. Was muss ich machen? Hier runterspringen wir auf die grüne und dann die rote Plattform. Schon wieder? Ja. Aber alles lange her, alles vor einiger Zeit passiert, ne? Das muss man einfach mal dazu sagen.
Und ich sag ja so unter 20 einfach, ne? Ja, deswegen, also. Ja, unter 20, Anfang 20. Ich bin gespannt, was mein Sohn mal so machen wird. Er wird mir wahrscheinlich. Ich hoffe einfach, dass er mir sehr viel sagen wird, weil das ist so das, was ich erreichen möchte, dass er mir alles erzählt, dass er. Dass ich ihn natürlich auch anmachen kann, ne? Aber zumindest auch so ein bisschen Verständnis sein kann, damit nicht irgendwelche Geheimnisse zwischen uns sind, ne? Damit ich immer zumindest weiß, was Phase ist. Das würde ich mir so wünschen. Ist alles also verjährt. Ist ein gutes Ziel. Finde ich. Ja. So, ich würde sagen, baller rein, Digga. Raste gleich aus bei dem weiteren Baller Part hier. Baller rein. Ja, da gab's ja mal einen richtig krassen Schwenk wieder aus unserer Jugend, ey. Ja, und vieles kannte man, glaube ich, schon, aber einiges war vielleicht auch neu, ne? Ja. Könnt ihr aber, Beschatschus, einen Schwenk aus eurer Jugend auch erzählen, wenn ihr so ein oder zwei Storys habt? Einfach mal in die Kommentare hauen, was ihr erzählen wollt. Ja, es ist, seine Frau ist Richterin, natürlich wird der Sohn nicht sagen, stimmt. Okay. Ja, meine Frau ist Richterin, stimmt. Wobei, ja, also wenn du es ihm erzählst, dann doch der Richterin deiner Mutter, Alter. Da hast du ja quasi alle Möglichkeiten, alles an Wissen, was irgendwie rausgeholt werden kann. Mein Sohn ist dann der Kühli, Digga, sag ich dir. Guten Schatz. Dein Sohn ist dann wie der Typ, der dich angezeigt hat mit seiner Deswegen, Mutter und seinem Anwaltsvater, ey. Daumen nach oben, Brezel, Muchachos. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Heute wieder grandiose Unterhaltung, ne? Wie gesagt, wir sind alle mal ein bisschen verrückt und wir bessern uns aber, ja? Deswegen, yeah. Daumen nach oben ballern. Bis deine Antenne reingehauen. Ciao, Muchachos. Mark Zuckerberg, du Lappen, Digga. Wir verklagen dich.